Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden heute gemeinsam die Weltraumfarm von Kosmos ausprobieren. Ich hatte sie euch schon im letzten Video vorgestellt und jetzt werden wir natürlich die Weltraumfarm erstmal aufbauen. Das ist nämlich eine galaktische Forschungsstation. So sieht sie dann aus und anschließend werden wir dann das Weltraumgel zubereiten und die Kresse dann darauf aussehen. Klingt wirklich seltsam. Ich habe noch niemals eine Pflanze auf Schleim ausgesät. Aber in diesem Experimentierkasten geht es genau darum. Also erstmal die Weltraumstation oder die Weltraumfarm aufbauen und dann den Schleim herstellen. Das ist jetzt hier unser Untergrund für unsere abgespacete Aufzuchtstation. Dann haben wir hier so einen galaktischen Hintergrund. Den stellen wir jetzt einfach hier rein. Und wir haben ein paar außerirdische Freunde. Das ist Gobby. Dann haben wir hier Peck und Tiki. Die helfen uns bei den Versuchen. Die können wir einfach hier so hineinstellen. Und für unsere Weltraumstation oder unsere Farm brauchen wir dann noch so eine Kunststoffkuppel. Und schon ist unsere Forschungsstation aufgebaut. Weiter geht's dann mit der Herstellung unseres Weltraumschleims. Der befindet sich hier drin. Den machen wir jetzt einfach auf und geben diese komplette Lösung zur Herstellung dazu. Das ist jetzt hier eine Nährstofflösung. Dazu geben wir dann 150 Milliliter stilles Mineralwasser. Und verrühren das Ganze mit einem Holzspatel. Diese Flüssigkeit muss jetzt in die Mikrowelle, bis das Wasser siedet. Und dann wird das Ganze aufgeteilt auf zwei kleine Glasschälchen. Das sind jetzt unsere beiden Gläschen, wo jeweils Nährlösung drin ist. Und hier haben wir jetzt die Kapseln und in jedes Gefäß kommt jetzt eine Kapsel hinein. Ein Schleim wird auf jeden Fall grün und der andere gelb. Das Ganze rühren wir jetzt wieder um und müssen es danach nochmal erhitzen. Mit Hilfe des Trichters, der auch dabei gewesen ist, haben wir jetzt unsere Nährstoffschleimlösung in solche kleinen Röhrchen gefüllt. Diese Lösung muss jetzt noch abkühlen, das dauert eine ganze Weile und ich denke mal, dann ist die Lösung auch richtig gel- und schleimartig geworden. Das ist hier jetzt unser fertiges Weltraumgel. Ziemlich flüssig. Ich hatte es mir irgendwie schleimiger vorgestellt. Dieses Weltraumgel besteht hauptsächlich aus Wasser, deshalb ist es so flüssig. Und jetzt tun wir einfach die Kressesamen hinein. Die sind hier drin. Dann kommt jeweils ein Deckel drauf. Dieser Deckel bleibt nur so lange drauf, bis die Kressesamen gekeimt sind, denn dann braucht die Pflanze Sauerstoff. Und ab damit in unsere Weltraumstation. Hier sind so Vertiefungen, da können wir jetzt unsere Röhrchen hineinstellen und beobachten, wie unsere Kresse wächst. Das Coole daran ist, dass dieser Schleim oder dieses Gel durchsichtig ist. Das heißt, man sieht dann auch richtig toll, wenn sich Wurzeln bilden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie sich unsere Kresse entwickelt. Auch diese drei Außerirdischen hier helfen mir dabei. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!